Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass Annalena Baerbock und die Grünen bei Markus Lanz einen ziemlichen Schlag abbekommen haben, der ihre Wahlchancen langfristig ziemlich reduziert. Auch wirklich langfristig, sehr wahrscheinlich. Und vor allen Dingen, warum das passieren konnte, warum das überhaupt passiert ist. Die Grünen sind ja bislang gewohnt, dass sie eigentlich machen können, was sie wollen. Und sie können sich darauf verlassen, es wird wenig darüber berichtet. Zum Beispiel kann ein Cem Özdemir sich sehr unhöflich gegenüber einem Demonstranten, einem ausländischen Demonstranten, verhalten. Und er kann sich sicher sein, die Medien greifen das nicht auf. Oder wenn sie es aufgreifen, dann in keiner negativen Weise, in keiner problematischen Weise. Er weiß auch ganz genau, wenn ein AfDler sich so verhalten hätte, dann wäre die Reaktion ganz anders gewesen. Genauso bei Robert Habeck. Ich habe ja diese beiden Beispiele auch schon auf meinem Kanal. Die Grünen konnten sich bis jetzt sicher sein, was sie machen, es wird nicht kritisch hinterfragt. Auch inhaltlich natürlich, also besonders inhaltlich. Sie wissen ganz genau, beim Klima, da gibt es 1000 Schwachstellen. Nehmen wir die Hockeyschlägerkurve, aber nehmen wir auch Climate Gate. Nehmen wir die Treibhauswiderlegung von Scheuschner-Gerlich. Nehmen wir die fehlerhaften Modellrechnungen. Die Grünen können sich auch heute, auch jetzt hier übrigens bei Lanz, sie können sich darauf verlassen, das wird nicht kritisch hinterfragt. Sie wissen auch genau bei der unkontrollierten Massenmigration, bei allen möglichen Inhalten. Sie wissen bei bestimmten Inhalten, wenn sie die Position haben, die einen Großteil der Medien befördert, dann gibt es keine kritischen Nachfragen. Weil kollektiv die Medien bestimmte Themen ausschweigen. Jedenfalls die allermeisten Medien. Was ja auch der Grund ist, weshalb die Demokratie hier nicht richtig funktioniert. Was auch AfD-Leute so sagen können. Weil wenn sie Diktatur sagen, dann werden sie ja, sagen die Altmedien ja, ja, ihr könnt doch wählen, ist doch alles bestens. Und dann sind sie so ein bisschen unbeholfen zum Teil. Aber sie können sagen, wir leben in einer nicht funktionierenden Demokratie, weil der Meinungsbildungsprozess massiv gestört ist, weil bestimmte Dinge einfach ausgeschwiegen werden, mit Psychotricks gearbeitet werden, sie klein gehalten werden, ja, oder auch Leute dämonisiert werden. Ich bespreche es ja dauernd in allen möglichen Videos. Warum also ist es jetzt anders? Und man sieht ja auch die Schwäche des Systems, oder wie man es immer auch nennen will, weil man merkt, Krischer geht jetzt hier mit einem Plan in die Sendung. Er denkt, ja, natürlich kommt jetzt irgendeine Frage, aber er redet das halt irgendwie weg und sagt dann, ja, das Baerbock-Buch ist gut und die Kritiker sind blöd. Und das passt dann schon irgendwie. Dann kommt vielleicht so eine halbkritische Frage, aber er vertritt dann seine Linie, dann ist Aussage gegen Aussage und das war's. Er hat nicht damit gerechnet, dass es jetzt so kommt. Und damit ist ein Entwurfschaden entstanden, den wahrscheinlich auch sowohl die Taz als auch Lanz, den sie so ja eigentlich nicht so richtig eingeplant haben. Sie haben wahrscheinlich nicht gedacht, dass Krischer so stur ist, so unbeholfen. Also dass er so, egal was passiert, er dann bei seiner Linie bleiben will. Also er nicht einlenkt. Herr Krischer, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Tweet und dem, was gerade rund um das Buch von Annalena Baerbock passiert? Dieser Tweet ist Teil eines Wahlkampfes. Nein, also da kommt nicht Annalena Baerbock vor. Das hat mit Annalena Baerbock gar nichts zu tun. Natürlich kommt die da nicht vor. Ein super klasse Buch. Ich habe es gern gelesen. Wer hat es geschrieben? Wer hat das Buch geschrieben? Da steht Annalena Baerbock drauf. Sind Sie sich sicher, dass sie das geschrieben hat? Ja. Das Problem sind ja die mitgewirkt haben und da nicht drinstehen. Ne? Das ist ja gerade, Herr Schulte, das Problem, das da gerade auftaucht. Ich glaube, das ist ja das große Mysterium. Wer hat dieses Buch eigentlich geschrieben? Und Politiker haben wenig Zeit, da schreibt der Ghostwriter. Also normalerweise ist es andersrum, als die Grünen das jetzt schildern. Und ich glaube, am Ende war es ein Gemeinschaftswerk. Also ich glaube, die Kernarbeit kam dann tatsächlich von Annalena Baerbock. Also das halte ich für glaubwürdig. Herr Fadela. Ich wundere mich nur, weil dieses Buch ist ein weiterer unforced error. Also es war keine Notwendigkeit, sich diesen Klotz ans Bein zu binden. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass schon je ein Kampagnenbuch eines Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin kurz vor dem Wahlkampf geholfen hat. Herr Krischer, nochmal,
Haben Sie sie mal gefragt, warum sie das überhaupt geschrieben hat und wie es sein kann, dass da offensichtlich weite Passagen einfach irgendwoher zusammenkopiert worden sind, ohne aber das so kenntlich zu machen? Also, wenn ich das Buch lese, das ist die Annalena Baerbock, wie ich sie kenne. Gerade in den Themen, wenn es um Transformation geht, wenn es um Europapolitik geht, wenn es um Klimaschutz geht. Ganz viele Geschichten, die da drin stehen. Ist es Zufall, dass sich auch andere so ausgedrückt haben? Nein. Und schon vorher? Gelesen. Contracts for Difference. Haben Sie es gelesen oder gehört? Ich habe es gelesen, das Buch. Was meinten Sie denn? Sie hatten gerade, Sie hätten es gehört. Haben Sie es gelesen? Ich habe gehört, dass es der Vorwurf ist. So, okay. Gegen Klimaschutz hinauskommen. Wie kann eine Antwort formuliert werden? Doch, natürlich geht es darum. Das ist das, was da im Inhaltlich dann am Ende steht. Wie erklären Sie sich das Wortwörtliche? Ich würde gerne noch mal eine Stufe davor mich mit Ihnen sozusagen streiten oder treffen. Wie erklären Sie sich, dass das wortwörtlich genauso übernommen wird? Dass unser Gedanke an der Stelle aufgenommen wird, weil das ist das, was wir wollen, dass unsere Ideen in die Politik einfließen. Ja, das ist doch alles unbenommen, aber es ist Ihr Buch. Ich glaube ehrlicherweise, diese Verteidigungslinie, Herr Krischer, die ist nicht zu halten. Also die versuchen Sie seit anderthalb Wochen. Also, die Nebelkerzenwerfaktion, die große Nebelkerzenwurfaktion. Nebelkerzen ablenken. Aus meiner Sicht ist es offensichtlich, und das sieht auch jeder normale Mensch, dass da Copy-Paste-Probleme vorliegen. Also es wurden Textstellen aus anderen Veröffentlichungen wörtlich übernommen. Hm. Das ist eine Reise. Das ist ein Reisebericht. Das ist etwas, was unglaublich persönlich tut. Genau. Der Text der Deutschen Welle ist ein Jahr alt. Annalena Baerbock war im Nordirak, hat sich das alles angesehen, hat sich für die Jesidinnen wahnsinnig eingesetzt, hat daran an der Stelle gearbeitet. Und so, nutzt und, dann einen Text der Deutschen Welle, der ein Jahr alt ist, um wortwörtlich das zu beschreiben? Ja, also wenn es da gewisse Parallelitäten gibt, also ich bitte, es geht doch an der Stelle. Und da jetzt Textexegese zu betreiben, ob da ein Halbsatz irgendwo, weil jemand sich was aufgeschrieben hat, notiert hat und dann irgendwo anders her übernommen wurde. Also ich bitte Sie, also wenn wir solche Anforderungen an politische Formulierungen, an Dinge machen, bitte. Glauben Sie das selber, was Sie gerade sagen? Die ähnlich Herr Krischer, werden das sind keine Konzepte. Das hier ist ein persönlicher Bericht. Das ist quasi ein Reisebericht. Okay. Ein Jahr alt von der Deutschen Welle und tut so, als hätte sie das selbst dort gesehen, erlebt und gehört. Ja. Das ist mein Punkt. Sie war ja nun auch da und darum es gibt Menschen, die mit ihr dahin gereist sind. Warum nimmt sie dieselben Wörter, dieselben Sätze, warum die gleichen Formulierungen? Das müssen Sie an der Stelle, geht es doch darum, dass... Muss ich an der Stelle wen fragen? Und aber warum wollen Lanz ihn zum Einlenken bringen? Weil man könnte jetzt doch denken, okay, Sie haben es jetzt bei allen Themen, machen Sie es ja dauernd so, da könnten Sie es jetzt ja wieder so machen. Also das heißt, es wird halt mit einer Frage halt mal aufgegriffen, wird dann klein gehalten, ja gut, der Lebenslauf, ja, das Buch, ja, aber eigentlich ist es ja doch Annalena und dann ist ja alles gut. So, das hat ja wahrscheinlich Krischer gedacht, dass es irgendwie so läuft und dass man dann ja, dass dann die Lanz und die Taz sagen, ja gut, ja, eigentlich hat es ja die Annalena Baerbock. Sie saß da halt abends, war ganz fleißig und sie hat es dann ja eigentlich ist es ja doch zum größten Teil doch Baerbock und dann ist ja alles gut. Warum haben Lanz und die Taz und auch ganz viele andere das nicht gemacht? Wobei jetzt Springer ist schon länger auffällig, dass sie nicht grünfreundlich sind. Wahrscheinlich aus irgendwelchen finanziellen Motiven oder auch aus langfristig strategischen Gründen. Sie wollen ja vielleicht auch nicht, dass die Volkswirtschaft in Deutschland an die Wand gefahren wird, weil sie wollen ja auch in Zukunft noch irgendwo muss ja das Geld herkommen. Und da passen ihnen die Grünen nicht. Und da sind sie sowieso keine Freunde der Grünen. Warum aber jetzt auch die Taz und auch die Öffentlich-Rechtlichen? Es war ja auch schon auffällig bei dem Lebenslauf. Da kam ja auch der Schwenk. Bei der Berliner Runde wurde es noch gar nicht thematisiert, groß. Da kam von Tina Hassel kam keine einzige Frage. Da hat sich Göring-Eckardt sogar beschwert, wie mit Annalena Baerbock umgegangen wurde, ohne dass das Tina Hassel irgendwie negativ kommentiert hat. Aber dann kam der Schwenk. Und anscheinend schon da hat irgendwie ein Umdenken stattgefunden bei den Öffentlich-Rechtlichen. Man sieht jetzt ja auch bei Medien wie der Taz auch. Und warum haben jetzt diese Leute umgedacht? Und es ist ja auch ganz offensichtlich bei Lanz, die kritischen Fragen, sie sind jetzt nur personenbezogen auf Baerbock, also nur dieses Lebenslauf-Buchthema und natürlich die Reaktion darauf. Also Sie haben das jetzt also negativ dargestellt, also Sie haben das ausführlich beleuchtet
man kann sagen, sie haben also sozusagen in einem Raum das Licht angemacht. Also richtig das Licht angemacht. Und wenn sie jetzt das Licht angemacht haben, jetzt hat also Krisha anscheinend nicht verstanden, da wurde jetzt das Licht angemacht. Aber jetzt zunächst, warum haben sie das Licht angemacht? Weil sie haben gesehen, sie wollen mit Profis arbeiten. Und wenn jetzt Baerbock das mit dem Lebenslauf sie dazu zwingt, jetzt zu täuschen, die Leute, also das zu übergehen, dann ist ja klar, das wird so weitergehen. Oder da haben sie die Angst davor, das müssen sie dann immer wieder machen. Und das bereitet auf Dauer Probleme. Das heißt, da müssen sie vor den Bürgern, müssen sie dauernd das irgendwie vertuschen. Das fällt den Bürgern natürlich auf. Und das heißt, für die AfD und für andere kritische, für andere Oppositionsparteien ist das potenziell sehr gut. Wenn jetzt Baerbock bei so Themen Böcke schießt, kann man sagen, dann ist ja in Zukunft zu erwarten, dass sie das immer wieder macht. Und da sagen sich die Altmedien, nö, das wollen wir nicht, dann nehmen wir Laschet. Oder auf jeden Fall, so geht das nicht. Wenn die Leute, wenn die keine Profis sind und die das noch nicht mehr merken, dass wir hier mit Profis arbeiten wollen, dann wird eben Baerbock nicht Kanzler. Sozusagen lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und wieso die Deutsche Welle jetzt eine ähnliche Formulierung hat, ein Jahr vorher. Und auch nicht eigentlich, sondern exakt so. Dann ist es ja nicht exakt so. Also, ich kann einfach nicht verstehen, da bin ich bei Herrn Schulte, diese Verteidigungslinie. Warum muss man dabei bleiben? Ist es der Umgang mit der Affäre, Herr Schulte, der zum Problem wird und gar nicht die Affäre selbst? Ja, ich glaube, die Krisenkommunikation ist gerade katastrophal von den Grünen. Also ich halte das, also im Grunde tun sie ja so, als ob der blaue Himmel rosa sei. Das wird intern auch offen zugegeben. Also da wird inzwischen gesagt, wir haben letzte Woche, also mit diesem Wort Rufmord und damit den Plagiatsjäger ad hominem anzugreifen, damit haben wir überzogen. Diese Frau war der breiten Öffentlichkeit noch nicht wirklich bekannt. Ist auch was anderes als bei Olaf Scholz zum Beispiel. Und das Erste, was jetzt die breite Öffentlichkeit von dieser Frau mitbekommt, ist diese peinliche Geschichte. Und das hinterlässt einen schweren Kratzer, nicht weil es in der Sache dramatisch wäre, sondern weil es einfach ein Image konterkariert. Dass wir jede Zeile eines Buches. Denken Sie doch mal an die Doktorarbeit von Karl Theodor zu Guttenberg. Waren Sie da auch so nachsichtig? Ja, aber ich habe zum Beispiel erlebe nicht, dass von anderen Kanzlerkandidaten die Bücher untersucht werden. Ich höre. Glauben Sie nicht, dass das nicht stattfindet? Das heißt, man setzt voraus oder stellt voran, meine Jahre in Brandenburg haben mich etwas gelehrt, um dann mit einem Gedanken zu kommen, der gar nicht der eigene Gedanke ist. Wortwörtlich. Wie erklären Sie sich das? Warum unterstellen Sie, dass es nicht der eigene Gedanke ist? Wortwörtlich genau so sich wiedergefunden, ein Jahr zuvor in der Taz. Ich weiß nicht, also muss man das jetzt noch erklären? Die Idee eines solchen Buches kann doch eigentlich nur sein, hier lernt ihr mich mal kennen, das bin ich und das ist mein Gedanke dazu. Und deswegen finde ich schon, ist es keine Kleinigkeit, wenn sich herausstellt, es ist gar nicht dein Gedanke, sondern es ist der Gedanke von jemand anderem. Aber ich glaube, das Problem ist, dass es eben jetzt schon in ein sich wiederholendes Narrativ mit reinpasst. Der Lebenslauf, es sind jetzt eben diese ganzen unterschiedlichen Stellen, es sind ein paar andere Fehler in diesem Wahlkampf und dadurch entsteht eine Erzählung über den Wahlkampf. Jetzt denken sich viele vielleicht, ja, aber vielleicht jetzt ist es ja doch, hat Lanz doch sein Gewissen entdeckt und die Öffentlich-Rechtlichen, jetzt waren zwar die Grünen erstmal en vogue, aber jetzt findet Lanz und die anderen finden die ja tatsächlich böden, jetzt sind sie tatsächlich kritisch geworden. Jetzt ist doch eigentlich, geht doch alles in die richtige Richtung, es wird ja vielleicht doch alles gut. Die Medien, die sind jetzt doch wieder kritisch und es hat jetzt ja den Grünen auch geschadet, ist doch alles wieder gut. Aber wenn man genau aufpasst in der Sendung, da fällt einem natürlich auf, bei den ganzen Sachthemen, da hat sich überhaupt nichts geändert. Sondern eigentlich war es so, dass eigentlich dieser Taz-Mann, der hat mit dem Zaunpfahl gewunken und hat gesagt, hey, guck mal jetzt hier mit der Baerbock, lenk einfach ein, lass es sein und dann ist alles wieder gut, ja. Aber lass es doch jetzt sein mit dem Lebenslauf und dem Ganzen. Werdet professionell, macht so einen Mist nicht. Und das müsst ihr jetzt halt tragen, da habt ihr jetzt Pech gehabt. Wir müssen ja auch aufpassen, dass wir, ja, wir müssen auch unsere Glaubwürdigkeit behalten. Und jetzt bei diesen Themen mit dem Buch, das ist zu offensichtlich, das geht nicht. Lass es einfach. Aber er hat nicht kritisch nachgefragt, als dir die Aussage gefallen ist, mit denen weder Lanz noch sonst irgendjemand, dass alle Wissenschaftler mit dem
mit der Klimakatastrophe, mit dem CO2-Treibhauseffekt, dass die sich ja alle einig sind. Weil es geht einfach darum, dass nicht durchgeführte, nicht gemachte Klimapolitik dazu führt, dass die Lebensgrundlagen von Menschen zerstört werden. Das sagt Ihnen jeder Klimawissenschaftler. Und damit am Ende auch das, was wir in Kanada erlebt haben, dass das erst möglich ist und passiert. Das ist ein Stück weit unsere Verantwortung, unserer Politik. Also was Obama auch gesagt hat mit diesen 97%. Da hätte man natürlich sofort einhaken können und sagen können, nee, das war so nicht und es sind in Wahrheit sind es viel weniger Wissenschaftler. Es ist überhaupt fraglich, überhaupt eine Mehrheit dahinter steht. Das ist völlig nichts sagen, die Aussage, die taugt nichts. Dann Hockeyschlägerkurve, der IPCC, Climate Gate, die falschen Modellrechnungen. Man könnte auch inhaltlich kommen, ja, der CO2-Gehalt der Luft, CO2 ist schwer, CO2 fällt zu Boden. Und wir haben einen Tagesgang von CO2 und wir haben auch einen Jahresgang von CO2, weil natürlich die Pflanzen das im Sommer besser verarbeiten und sie verarbeiten es tagsüber besser. Das müsste sich doch auf die Temperaturen spürbar auswirken. Wir merken aber davon nichts. Da könnte man auch inhaltlich, könnte man dann überall angreifen und also man könnte das zerlegen inhaltlich. Aber da machen sie natürlich gar nichts. Da keine Kritik, gar nichts. Und auch bei keinem anderen Thema. Bei der unkontrollierten Massenmigration nicht. Bei allen Themen, bei allen kritischen Themen, auch mit Verfassungsschutz, mit was da alles eben sein kann oder auch die Vergangenheit der Grünen, das hätte man auch ganz groß rausholen können. Die kommunistische Vergangenheit, Pädophilie, das muss alles aufgearbeitet werden. Da sind hier die und die Personen bei den Grünen, da gibt es ganz viel aufzuarbeiten. Hier die Vergangenheit, wie war das? Hat er sich distanziert? Distanzieren sich die Grünen von der Antifa? Überhaupt, wie ist es mit der Antifa? Was machen die denn alles so? Hier sieht man von dem Ganzen nichts. Und da könnte man natürlich noch, da könnte man so viel Druck machen, aber da machen sie gar nichts. Das heißt, wir haben hier sozusagen Zimmer, jetzt in einem kleinen Zimmer hat man das Licht angemacht, aber sozusagen in den ganzen großen Räumen bleibt das Licht weiter aus. Und insofern, man sieht, es geht nur um die Professionalität und dann sagen sie sich im Zweifel, dann lasst man halt den, wenn ihr das nicht kapiert, wie man professionell arbeitet, dann habt ihr halt Pech gehabt. Wir bestimmen die Narrative, die Positionierung durch unsere Berichterstattung. Wir haben die Macht, Dinge kollektiv zu verschweigen. Wer ist wir? Das weiß man ja nicht genau. Auf jeden Fall ist ja festzustellen, dass die Medien kollektiv Themen eben verschweigen. Und sie sagen sich dann eben, na gut, dann nehmen wir Laschet, der ist wenigstens ein Profi. Der hat jetzt hier nicht diese ganzen Peinlichkeiten. Jedenfalls wurde aber hier deutlich die Schwäche, weil das hat natürlich jetzt die Grünen schon ganz schön angeschlagen. Also nicht nur Baerbock, also ich würde es mich sehr wundern, wenn in den nächsten Jahren die Grünen nochmal über 20% kommen. Weil die Reaktion, das betrifft ja nicht nur Baerbock, das betrifft ja alle Grünen und damit haben sie sich so unglaubwürdig gemacht mit ihrer Reaktion. Jetzt hat Laschet die Grünen mit Trump verglichen, also sie kommen jetzt so... Sie kommen jetzt nicht so, was eigentlich die Grünen, was eigentlich ihr Image ist, dass sie bunt sind, friedlich, dass sie sozial sind, auch im Umgang vor allen Dingen. Sondern jetzt kommen sie schon totalitär rüber. Und das ist wirklich für das Image der Grünen eine Katastrophe. Weil das ist ja im Grunde, sie sind voll aufgeflogen, eigentlich kann man sagen. Weil ihr Image, einfach durch Wiederholung, wir sind demokratisch, wir sind nett, wenn man sich an Claudia Roth erinnert. Wir sind gefühlsvoll. Wir sind einfach die charakterlich Guten. Und jetzt kommen sie plump und totalitär rüber bei den Leuten. Und das ist eigentlich vernichtend für die Grünen. Ist die Frage, ob sich die Taz und Lanz dieser Tragweite bewusst sind. Aber jedenfalls haben sie jetzt entschieden, in diesem kleinen Zimmer das Licht anzumachen. Und das hat aber schon sehr große Auswirkungen, weil die Grünen eben nicht darauf vorbereitet waren. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Und was ihr denkt, wie viel Prozent die Grünen bei der Bundestagswahl und dann später bekommen, in den kommenden Landtagswahlen. Macht's gut.